Peter? Jawohl. Jetzt gehen wir in dein Reich, oder? So schaut's aus. Und in das Reich von Nadine. So. Ich will jetzt nichts kaputt machen, wenn ich da die Tür aufmache. Einfach feste ziehen. Einfach festziehen. Das ist die erste Aufnahmeprüfung. Ah, erste wenn du Aufnahmeprüfung. Nicht schaffst, hast du bei Peter nichts verloren. Okay. Tja, Peter. Das ist natürlich anders, völlig anders, wie das, was man kennt. Was mir als erstes auffällt, ist, dass du gerade vor einem sehr, sehr guten Spiegel stehst. Der macht ziemlich breit. Anaboles Licht. Genau, der macht ziemlich breit. Da kann man von hier aus auch mal Form checken. Alter, den Spiegel nehme ich mit nach Hause. Gut, andere Art von Studio. Nichts mit Wellness-Tempel? Nein, definitiv nicht. Also hier wird trainiert. Hier drin wird trainiert. Und nicht gewellnest. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch und gucken uns das Ganze mal an. Und ich würde sagen, ich frage einfach neugierig bei der einen oder anderen Maschine. Gerne. Weil ich bin ja sozusagen selber fast nicht mehr in Fitnessstudios. Weil ich ja nur noch bei mir entweder in meinem eigenen trainiere, was ja nicht besonders groß ist, oder in meinem, auf dem kleinsten Studio Deutschlands. Auf dem Balkon? Auf dem Balkon, 1,4 Quadratmeter. Gucken wir mal durch. 1,4? 1,4 Quadratmeter. Okay. Kniebeuge kannst du da machen, Kreuzheben kannst du machen, Klimmzüge kannst du machen, Militärpress kannst du machen. Und du kannst auch, wenn du die Handel außen, die Sicherung nicht drauf hast, kannst du auch die Handelscheiben über den Balkon runterschmeißen. Habe ich fast schon geschafft. Sehr schön. Einmal. So, gehen wir mal durch. Also hier natürlich, so muss es im Fitnessstudio aussehen. Langhanteln, genug davon. Das ist auch was, die langen Hanteln gibt es ja schon seit, wie vielen Jahren gibt es schon, seit 100, oder? Ja, gibt es schon ewig. So, ne? Und es gibt viele Trends, die kommen und gehen. Die Langhantel ist immer geblieben. Was du immer im Studio findest, ist eine lange Hantel mit Scheiben drauf. Und weißt du, was ich da geil finde? Da gibt es einen tollen Spruch. Ist sie zu schwer, bist du zu schwach. So sieht's aus. Ganz einfach, oder? Genau. Ein ganz einfaches Prinzip, da brauchst du keine 25 Bücher lesen. Ein Spruch und du weißt Bescheid. So sieht's aus. So. So. Das sind doch auch Sachen, die du selbst, oder? Genau. Das ist ein Rack, was wir selbst konstruiert haben und in Hamburg fertigen und auch übers Internet vertreiben. Sehr robust. Die habe ich auch schon ein paar Mal empfohlen. Mhm. Weißt du warum? Weil ich den Preis sensationell finde. Ja. Wenn du bei anderen reingehst, sagst du, sorry, ich zahle doch für so ein Gestell keine 6.000 oder 7.000 Euro. Also es gibt halt auf dem Markt nichts zwischen billig China und High-End. Genau, da sind und wir. Genau, da sind wir hier, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ja. Das reicht ja auch, so ein Teil wird ja auch schon für zu Hause völlig reichen. Definitiv. Ja, wir haben halt nicht 2 mm Blech oder 1,5, sondern 3 mm. Ist entsprechend robust. Das kriegst du nicht kaputt. Nee. Diesen Vorschlag haben wir. Und hier, gerade das ist für Klimmzüge richtig geil. Dieses V-förmige. Wenn ich auf dem Balkon ein bisschen mehr Platz hätte, ein bisschen mehr, dann wäre das doch. Aber ich finde es cool, weil du kannst hier alles machen. Und vor allem für, weil ich bin ja auch jemand, ich mag das, mit einer Handel zu arbeiten. Ich habe mit Maschinen, keine Ahnung warum, aber nicht zu dem Bezug. Ich meine, weil du hast hier, wenn du überlegst, du kannst Kniebeuge machen, du kannst Kreuzheben machen, du kannst Military Press machen, Bank drunter, kannst Bankdrücken machen, du kannst individuell einstellen. Hast alle Muskeln. Damit hast du eigentlich schon, hast du eigentlich die meisten Muskelgruppen schon. Du kannst hier sogar noch Dipholme reinmachen, kannst hier drin Dips drin machen, Klimmzüge machen. Also eigentlich kannst du hier alle Grundübungen mit dem Gerät schon erschlagen. Und das finde ich auch, es gibt auch so zwischenzeitlich, sie kommen ja jetzt wieder so langsam in Mode, dass man Kraftsport macht, wo man schwitzt. Hey, wer kommt denn da? Da kommt der Studio-Clown. Das ist der Studio-Clown. Und es gibt schon Studios, wo jetzt einfach 5 Reihen haben von den Teilen. Genau. Hineinander. Ja, so haben wir das hier ja auch so ein bisschen, dass man hier, wir haben im Prinzip einmal hier Rack, Dipständer, Frame, also Frame heißt in dem Moment, hier kann ich mit hängenden Langhanteln, hängenden Kurzhanteln arbeiten. Und das haben wir gleich doppelt. Also wir haben es einmal rechts von den Kurzhanteln, einmal links von den Kurzhanteln, dass man halt auch an 2 Stationen das Ganze machen kann. Wenn jetzt einer Kniebeugen im Rack macht, dann muss man jetzt halt nicht darauf warten, bis er immer fertig ist, sondern man kann auch an das andere Rack hinten dran gehen. Und da gehen wir näher mit den Freihängehanteln, das machen wir näher mal. Genau. Da gehen wir mal durch, dann gucken wir das mal an, was du da machst, was du da zeigst. So, klar, wie es sich gehört, Kurzhandel und bis wie viel Kilo?
Also ich habe da unten ein paar, was man aufrüsten kann auf bis zu 65 Kilo. Okay. Also fest montiert haben wir bis 50, mhm. aber da unten, die, das ist so ein spezielles Paar, da kann man... Ich muss jetzt mal wieder Hand nehmen. Jeder, gell? Genau. Ja, was sind das? Das müssten jetzt... das müssen jetzt so um die 60 sein, meine ich. So, ja. Jetzt der alte Mann, guck mal, ohne Bandscheibenvorfall das Ding hochzuheben. Früher habe ich so fertig gemacht. Okay. Funktioniert noch. Sehr schön. Also. Sehr schön. Ja, später bin ich auch dabei. Das ist das, was ich immer wieder weiß. Es gibt ja Maschinen. So, und das fühlt sich für mich halt immer, so gewisse Maschinen, nicht alle, aber so gewisse Maschinen fühlen sich für mich so unecht an. Ja. Du hast hier ein spürbares, fühlbares und es hat einen ganz gewissen Geruch. Ja. Das ist der Geruch von diesem Eisen, von diesen Eisenscheiben. Und das ist immer, wenn ich meine Zeit lang keine Freihandeln habe und ich trainiere, kommt irgendwann in meinem Gehirn so ein Marker, der sagt, ich brauche das wieder. Genau, da ist, dir fehlt Eisen, mein Freund. Du hast ja Eisenmangel. Guck mal, dass du einen Eisenmangel loskriegst. Und es ist tatsächlich so, die haben einen ganz spezifischen Geruch. Das kann eigentlich jetzt jemand, der mit Handeln nichts zu tun hat, nicht nachvollziehen. Nee. Das ist aber wirklich so im Kopf, weil ich auch mit den Gummibändern, es ist schön zu arbeiten, dass auch mal in dem Urlaub bist, mal, was weiß ich, wo Bodyweight drin zu machen. Irgendwann kommt der Punkt, wo mein Körper sagt, Kollege, es wird Zeit. Ja. Nimm eine Handel in die Hand. So schaut's aus. Und die hier fühlt sich schon mal richtig... Da kann man schon was mit anfangen. Die fühlt sich gut an. Gut, so. Da geht's weiter. Das haben wir ja schon mal gesehen. Da haben wir hier die Teile. Das zeigst du uns nachher mal. Ja. Was du damit machst. Ja. Ich kann es hier einmal kurz demonstrieren. Wir hängen einfach mal... Na, hier hat einer ein bisschen verbastelt, das Ganze. Na, man kann halt hier dann... Das du an bist solchen ja Ketten. Auch, was die meisten nicht wissen, du bist der Ingenieur. Genau, gelernter also, Maschinenbauingenieur. Ist Ingenieur. Was gelernter, was war das? Maschinenbauingenieur. Maschinenbauingenieur. Mhm. Also Freunde, es ist unglaublich, ein Kraftsportler, der auch noch Ingenieur ist. Ja, und hier, wir zeigen es mal ganz kurz, kann man halt eine Kurzhantel einhängen mit dem Klettband. Einmal das Ganze fixieren und kann halt so, je nachdem welche Übungen man macht, über die Auswahl des Kettengliedes dafür sorgen, dass man ins Positive drücken kann, ne, und die Kurze eigentlich umsetzen muss. Ne, je nachdem, was ich jetzt machen will, Bankdrücken, Schulterdrücken, was auch immer. Du musst halt nicht das Umsetzen vollkommen. Genau, genau. Das ist ja das, was eben bei, wenn du machst, hast du halt Nerv, wenn du das Ding auf den Oberschenkel stehen hast, weil da schlafen dir irgendwann die Oberschenkel ein, ja, und brauchst halt mehr Kraft beim Umsetzen, wie du tatsächlich nachher letztendlich. So schaut's aus. Ne, das ist halt der große Vorteil hierbei. Das Training wird auch deutlich sicherer und klar. Wie schon angemerkt, also der Hauptgrund, mit einem Grund dafür, dass ich mir die Dinge überhaupt habe einfallen lassen. Weil damals, dass ich mir eine kurze auf das Bein habe fallen lassen, ja, das passiert hiermit einfach ja, nicht. Klar, ne? Kann immer passieren. Wenn ich mehr kannst, lässt du los und dann das Ding ist das gesichert. Ding fertig. Klar, cool. Das Einzige halt Nachteil ist eben, ist natürlich klar, im Fitnessstudio zu kommen, sagen Kollege, ich habe meine Ausrüstung, weil ich baue da erstmal Stück. Ja, wobei das machen relativ viele. Jetzt geht's. Das machen relativ viele. Also ich sage den Leuten immer, wer viel fragt, kriegt viel Antwort. Ja. Einfach mitnehmen, genau, aufhängen fragen und weiter geht's. Genau. Ja. Cool, dann machen wir nachher mal, dann zeigst du dann mal, wie du das machst. Ja. Ja. So, jetzt gehen wir nach vorne, habe ich irgendwo vorher schon eine Maschine. Ah, da ist sie. Ich habe eine Maschine entdeckt. Ich habe eine Maschine entdeckt. Und zwar die hier. Und die hat mich irgendwie angesprochen. Die hat mich irgendwie sofort angesprochen. Warum auch immer, keine Ahnung. Und ich setze mich jetzt mal rein. Und Peter, normalerweise bin ja ich derjenige, der irgendwelchen Menschen sagt, sie sollen was machen. Ich begebe mich heute mal in die Position des Coaches und weiß von gar nichts. Also sozusagen völlig hilflos und setze mich mal rein, wie es die meisten machen würden. Was muss ich jetzt hier machen? Sowas? Ja, genau. So von hinten? Von hinten, ja. Das ist eigentlich ist das eine Butterfly-Maschine. Ah, eine Butterfly. Ja. Ach so, jetzt okay. Nein, wir setzen uns jetzt mal andersrum. So. So, und dann würde ich dieses Polster so einstellen, dass du nur dann an den Griff drankommst, wenn du das Schulterblatt richtig aushängst. Aus, wenn ich's raus. Und wir machen es jetzt mal einseitig. Mach's wirklich mal einseitig. Ich würde zudem den Daumen noch mit oben drüber legen, okay, damit du nicht zu viel aus dem Bizeps ziehen kannst. Ja. Und dann kommt der erste Zug nicht über die Beugung des Ellbogengelenks, sondern hier aus innen aus dem Schulterblatt. Genau. Also warte mal, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Weißt du, welchen Fehler ich jetzt gemacht habe?
ich habe schon gemacht, so wie es könnt. Genau. Scheiße, oder? Ja. Er kann sich nicht wirklich dumm stellen. Schwierig, aber ich mache es trotzdem mal. Nee, zu früh eingedreht. Ah. Also erst den Arm lang lassen, eine ganz kurze Bewegung innen aus dem Schulterblatt und dann gleichzeitig über das Schulterblatt und über die Hand eindrehen. Genau. Und versuch bis ganz in den Untergriff zu kommen. Ja. Genau. Und was ich noch zusätzlich machen würde, mach auch mit der Wirbelsäule eine leichte Aufrichtebewegung. Dass okay. du während der Bewegung, also als erstes, die Wirbelsäule ganz leicht aufrichtest, eine ja. ganz kurze Initialbewegung innen am Schulterblatt machst. Genau. Und versuchst am Ende wirklich die Brust ganz hochzustellen ja. und ganz reinzudrehen. Genau. So. Das ist eine super Maschine, um vor allen Dingen den inneren Rücken mhm. überhaupt mal spüren zu lernen. Da haben viele halt ein Problem mit und das kann man mit der Maschine prima lernen und prima realisieren. Fühlt sich auch jawohl. Sehr an. Ich mache es halt vor allen Dingen deswegen gerne einseitig, weil man einseitig einen noch höheren Bewegungsradius ja. realisieren kann und das Schulterblatt richtig aushängen kann und dadurch, dass man am Ende den Oberkörper noch leicht ein bisschen mit rumnimmt, mhm. noch mehr Spannung in den inneren Rücken reinbekommt. Ja, es ist auch schön spürbar, dass du in den äußeren Latissimus-Spiel schon innen den Ansatz spürst. Genau. Aber ich könnte jetzt sogar noch eins machen. Ja, je weiter weg man sitzt, ja. desto mehr Range of Motion ja. bekommt die Übung und desto krasser kann man den Muskel spüren. Genau. Ich würde auch dazu mal noch ganz leicht hochgucken, weil wenn du ganz leicht hochguckst, fällt es dir auch leichter am Ende der Bewegung, die Wirbelsäule noch mehr aufzurichten. Genau. Ich habe schon eins gemerkt. Ich mache jetzt seit 30 Jahren Personal Trainer. Mhm. Ich werde demnächst mal einen Spieß umdrehen und mich einfach mal eineinhalb Stunden lang, weißt, Kopf ausschalten und nur das machen, was jemand sagt. Ja. Wenn wir gerade umdrehen, weil das ist schon allein schon jetzt, wenn jemand eben dran sitzt und mach das. Es sind zwar meistens bei mir Feinheiten, Kleinigkeiten, aber es fühlt sich halt ja ganz anders an. Das sind halt oftmals die Feinheiten, die dann am Ende des Tages den Unterschied ausmachen. Problem ist halt immer, man ist selber so in seinem Modus drin, in seinen Gewohnheiten drin, dass man selber bei sich auch gar nicht mehr mitkriegt. Mache ich das eigentlich nur so, wie es sein sollte oder nicht? Ja, das ist halt schon, klar kannst du trainieren. Aber so diese Kleinigkeiten, die muss man beide hinten machen, die gehen dann mal zwischendurch verloren. Und auch da wieder mit dem Kopf so ein bisschen arbeiten. Wenn du ganz leicht hochguckst, ja. fällt es halt einfacher, die Wirbelsäule am Ende der Bewegung noch mehr aufzurichten und noch mehr in den inneren Rücken reinzuziehen. Jawohl, genau. Und ich stelle mir am Ende der Bewegung mal vor, hier unten ist ein ja. Golfball, den ich mit den Schulterblättern volle Pulle einklemme. Jawohl. Fühlt sich gut an. Genau. Also, ich bin kein Maschinenfreund, aber die hier? Es kommt halt immer auf die Maschine an. Es gibt halt Maschinen, die kannst du auch gleich, ja. kannst du gleich einen Griff dran schmeißen, ja. Schweißen zum Wegwerfen. Ja. Aber da kommt es halt immer darauf an, ob man was davon versteht und auch in der Lage ist, gute Maschinen von schlechten Maschinen zu unterscheiden. Wenn ich natürlich ein Studio habe und einfach nur mal eine komplette Serie da reinstelle, ohne mich da vorher mit zu beschäftigen, ist klar, dass auch viel Mist dabei ist. Ne? Ja, deswegen haben wir hier eine sehr überschaubare Auswahl an Maschinen, aber die wir hier haben, die erfüllt auch ihren Zweck und ihren Sinn. Ich glaube, es ist auch so, dass jemand, der jetzt noch keine große Trainingserfahrung hat, der spürt das auch nicht. Ja. Der kann da dran. Ja. Der merkt halt, dass er was getan hat. Ja, weil der braucht vielleicht halt auch die Anleitung dafür, wie muss ich das eigentlich benutzen, damit ich es bestmöglich merke. Was jetzt natürlich auch spürbar ist oder fühlbar ist oder hörbar ist, ist natürlich deine Art und Weise, jemanden anzuleiten, diese Kleinigkeiten, auch den Kopf ein bisschen nach oben, weißt, Ellbogen ein bisschen tiefer, Hand eindrehen. Das sind die Dinge, wo du halt spürst, wo du halt merkst, okay, der Mann hat nicht nur einen Trainerkurs besucht, sondern er trainiert selber. Genau. Das ist der Riesenunterschied. Ja. Ja. Wichtig ist halt auch, dass man selber all diese Gedanken, diese Denkprozesse selber schon mal durch hat. Genau. Ne? Cool. So, was haben wir denn noch? Wir könnten wir schon langsam zu Ende kommen, wir sind schon wieder bei 15 Minuten. Schon wieder? Ja. Heile Witz. Also nur 5 Minuten noch, aber dann. 5 Minuten noch? Gut, wir haben die typischen Maschinen. Kann der Peter Bier sogar Klimmzüge? Ja. Echt?
So richtig? So richtig. So, jetzt schmeiße ich die Stamm. Jetzt schmeiße ich mal die Stamm. Also hierbei einmal ganz aushängen. Das mache ich dann bei jeder Bewegung. Okay. Und starte auch hier wieder über das Schulterblatt. Mhm. Ja, um hier den ersten Kontakt wirklich im Rücken zu haben. Und dann erst helfen die Arme mit. Mhm. Ja. Ich ziehe halt grundsätzlich nicht in den Nacken, ne? Sondern immer zur Brust. Das machen wir. Wir machen keine Zwangslage. Nein. Sehr schön. Genau. Da gibt es nichts auszusetzen. Das kann der Herr Triembacher. Tja, das ist meine morgendliche Aufwachroutine. Erstmal 50 Klimmzüge. Also ich trinke erstmal einen Kaffee. Sehr schön. Ja, also ich würde sagen, alles da, was das Herz begehrt. Und was das Wichtigste ist am Studio, die Thekendame. Die müssen wir auch noch mal kurz vorstellen. Ich darf sie jetzt mal vorstellen, was wir haben. Das ist die Nadine. Hallo. Meine Lebensgefährtin und eigentlich Inhaberin dieses Studios. Ich bin hier eigentlich nur schmückendes Beiwerk. Und das ist die Clementine. Studio Blau, oder? Genau, das Clementinchen. Die habe ich gesehen mit einem großen Gymnastikball. Den gibt es nicht mehr. Den hast du kaputt gemacht. Genau. Ja, Fitnessstudio. Ah, wir haben was vergessen. Genau. Das Wichtigste überhaupt. Das Wichtigste. Die Kreuzhebestange mit Blick ins Freie. Das Gute ist beim Studio, 100 Kilo Handelbank, ne, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank, oder? Genau. So geht es. Also man kann hier mit einem herrlichen Blick, ich mache jetzt genau das, was man nicht machen sollte, völlig unaufgewärmt, stimmt nicht, ich habe gerade Klimmzüge gemacht, völlig unaufgewärmt, meine Nicht-Lieblingsübung, gebe ich ehrlich zu, aber es ist einfach so, dass diese Übung, sich irgendwie, auch wenn ich sie nicht gern mache, trotzdem gut anfühlt. Das Wichtige ist bei der Übung, dass du mit ganz großen Gewichten trotzdem immer noch lässig und cool aussiehst. Immer lässig. Werde ich gefilmt, oder? Gut. So, jetzt kommt hier das hier. Genau. Das ist sensationell, weil frische Luft und Training. Und Sonne. Und Sonne dazu. Wobei natürlich in den letzten Wochen die Sonne ein bisschen. Ja, es war dann tagsüber ein bisschen zu warm. Also man konnte die Kurzhanteln schon gar nicht mal anfassen, wenn sie in der Sonne waren. Da muss man sich immer was dazwischen legen, damit die Hände nicht verbrennen. Ja. Aber auch hier draußen kann man eigentlich alles Wichtige machen. Also wir haben auch hier einen Kniebeugenständer. Man kann hier Dips machen, man kann Klimmzüge machen. Auch hier haben wir einen kompletten Kurzhantelsatz. Ich hab da noch was. 60 Kilo. Ja, was ich extrem geil finde. Ist auch was, das. Verstehe, diese Handelscheiben. Ich liebe diese Handelscheiben. Ja, definitiv. Das sind Handelscheiben, nicht mit Eingriffloch, dass man sie bequem rausheben kann, sondern es sind richtige Männerscheiben, rostig dazu, riechen hervorragend und schmecken brutal geil. Ja, das ist, ich weiß nicht warum, aber ich mag das. Ich mag dieses Puristische. So muss das sein. Dieses Puristische, das Einfache, ein Mann, eine Handel, ein Gewicht, fertig, Schluss. Entweder du schaffst das Gewicht oder du schaffst es nicht. Genau. Wenn man es noch nicht schafft, muss man daran arbeiten, dass man es bald schafft. Und es ist kein Stecker zum Reinstecken, wo dann die Maschine sagt, mach 3 Wiederholungen, sondern genau. Der Kopf sagt dir, was du genau machen sollst. Nicht eine Maschine. Das mag es jetzt für den einen oder anderen, der mit dem Sport jetzt nicht so im engen Kontakt steht, sich ein bisschen komisch anhören, aber mir würde das völlig reichen. Ich bräuchte nicht mehr. Ich würde sogar hier, wenn es schneit, trainieren, wäre mir scheißegal. Wenn es schneit, wäre mir scheißegal. Ja, dann musst du im Winter nochmal wiederkommen. Genau. Dann machen wir das. Ich nehme hier mit der Zipfelmütze auf, Moonboots. Sehr geil. Und was es hier auch gibt? Ein Pool. Aber das ist, glaube ich, jetzt einzigartig. Ja, das haben wir jetzt auch gerade wegen der letzten Wochen gemacht, wo es hier so unfassbar heiß war, dass man einfach nach dem Training mal eben sich abkühlen kann. Also ich überlege mal, du trainierst
bist total am Arsch und danach einfach mal rein ins Wasser. Shake in der Hand. Genau. Sonnenbrille. Irgendwelche Ladies, die außen rum tanzen. Genau. Logischerweise. Sonnenbrille darf nicht fehlen. Genau. Und das wasserfeste Bauchtäschchen. Genau. Sehr, sehr geil. Und ja, sowas hier. Ist auch im Outdoor-Bereich einen Spiegel. Zwei sogar. Zwei Spiegel sogar. Ja, mal stehen, bleib mal stehen. So schmächtig sehe ich gar nicht aus. Guck mal her, da. So schmächtig sehe ich gar nicht aus. Guck mal, so schmächtig sieht er gar nicht aus, der alte Mann. Jetzt kommt er wieder in seine Moment, warte mal. Warte mal. Wart, krieg die Hose nicht hoch. Zu eng oder was? Ah, okay. Ja, ist immer noch dann kann der alte Mann sich ja auch durchaus noch sehen lassen. Ja. Sehr schön. Da fällt er sich keine Kniebeuge mehr machen. Nur noch Altweibergymnastik. Geht es schon noch. Also ich würde sagen, abschließende Worte. Lobende Worte. Das ist jetzt für mich so back to the roots, back to the basic. Gewichte, Männer, auch Frauen. Einfach geil. Einfach so geil. Muss es sein. Einfach geil. Ganz einfach. Ganz einfach, ganz easy. Man braucht gar nicht so viel dazu. Aber gerade so das Training in der Sonne unter freiem Himmel, yeah, macht halt einfach urmäßig viel Spaß. Du siehst so, als sind wir jetzt gerade rausgekommen, aber das ist so die Sonne im Gesicht. Und die Wespen auch. Und die Wespen auch noch und dann Training. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Freut mich.